Na, Püppis, was wollt ihr mir sagen? Ihr flüstert so vor euch hin. Und hier sind jetzt auch noch Puppenhäuser dazu. Okay. Kann ich euch irgendwie nehmen? Nein. Das eine Haus leuchtet. Die anderen nicht. Und das flüstert die ganze Zeit im Hintergrund. So mega creepy. Das heißt, die Puppen sind ja auch nicht hübsch. Wenn man sich so die Gesichter anschaut, also schön ist was anderes, oder? Als Kind hätte ich davor, glaube ich, eher Angst als alles andere. Hört das Flüstern wieder auf. Okay. Immer noch das kleine Mini-Haus. Aha. Es zerfließt. Meine Tür zerfließt einfach. Licht flackert, okay, was bist du? I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me, embraced me, loved me, as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you. It was you he really lusted for. Ist er fremdgegangen, oder was? Ist er mit dieser Tür verkehrt? Hier ist einfach... Fuck! Okay, ich korrigiere nicht, was ist mit der Tür verkehrt, sondern was ist mit diesem Kind verkehrt oder dieser Puppe oder... Was auch immer es darstellen soll. Der böse schwarze Mann. Sollen das wir darstellen? Weil wir nie Zeit für sie hatten. War das ein Stuhl oder ein Monster? Es klang gerade nach beidem. Damit können wir aber ansonsten nichts machen. Waren aber auf alle Fälle nicht der beste Vater, würde ich mal behaupten. Das ist jetzt überall so schwummrig, oder wie? Nee. Nur in dem Bereich. Wieder unsere zweiseitigen Gesichter. Das ist definitiv kein Stuhl, der da verschoben wird, sondern irgendein Vieh. Komm raus, zeig dich, los! Ich habe keine Angst vor dir. Der Raum hat auch schon mal bessere Tage erlebt. Er zeigt aber noch dort. Ich habe mich gerade gefragt, ob das der gleiche Raum ist, aber nee, doch nicht, oder? Sah so ähnlich aus. Dann ist zu. Eichhölzer. Diese Musik. Könnte wieder eine Spieluhr sein, oder? Schaut zumindest so aus. Weiße Tür. Und ein Apfel. Eine Zwischenmahlzeit. Tür ist zu. Oh, ein Lichterspiel.
So schaut das Zimmer ja eigentlich voll cute aus. Spielu kann ich nicht aktivieren. Aber das Kätzchen ist auch schon da? Ich kann gar nicht dran erinnern. Oh, das schaut schon süß aus. Liebevoll gestaltet. Und was macht hier schon wieder ein Obstteller? Oh nein. Ist das so eine Clownbox? Wie jetzt? Es passiert einfach nichts. Ich hab's kaputt gemacht. Muss da jetzt der Clown rausspringen oder nicht? Jetzt können wir die Spieluhr aktivieren, oder? Cool. Ah, süße Elefanten, Krapfen. Gerne. Quietscheentchen. Da ist er ja. So, dann mal creepy, ja? Okay. Kleine Schätzchen, die Nacht ist kahl. Sterne erlöschen, es dunkelt auf einmal. Mama kam des Abends und deckte dich zu. Oh, es kommt immer näher. Nun ist sie nirgends, nicht finden kannst sie du. Aber wir haben wirklich diesen Unfall nicht verkraftet und wurden immer mieser und schlechter zu unserer Familie. Und das Kind durfte leiden. This was a special brush, like a horsehair brush, but different. At that point I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Ist das von seiner Tochter, das Haar? Hat er daraus einen Pinsel gemacht? Soll ich das so verstehen, ja? Ist schon hart. Also wenn das Kind nicht gerade Haarausfall hat oder die Haare freiwillig hat schneiden lassen, einfach dem Kind die Haare abschneiden wäre jetzt nicht so geil. Flauschige Fälscher lachen über mich, liegen still zwischen Spielsachen, kein Spielzeug erlaubt. Da haben wir wieder unsere Ratten. Kein Spielzeug erlaubt. Als Kind nicht spielen dürfen. Super Kindheit. Und nichts mehr. Und das Bild zeigt viele, viele, viele Augen. Weinen.
Beziehungsweise das hier war der Hund, gell? War ja ein Hundebild. What the fuck? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und noch mehr Puppen, aber wir sind in unserem Atelier. Wie schaut es denn hier aus? Oh je. Unsere ganzen zerbrochenen Pinsel sind weg, dafür sind überall Puppenhaufen. Na super. Ist hier noch irgendwas dazugekommen? Na, unsere Rattentafel. Oh, wir haben sogar das Lichterbild und ein paar ABC-Würfel hier liegen. Die ganzen Puppenfiguren. Das ist schon brutal. Wollen wir da wirklich weitermalen? Weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber das schaut zumindest menschlich aus, auch wenn es immer noch ziemlich verstörend ist. Aber das schaut schon eher nach Kunst aus, nach Horrorkunst. Aber ein Auge ist da, was halbwegs normal ausschaut. Schaut auf uns herab. Ist ein Bild, das dich immer anschaut, egal wo du stehst. Creepy. Gab es einen speziellen Pinsel, wie einen Pinsel aus Pferdehaar und doch wieder anders. Hier zögerte ich. Würde es wirklich funktionieren? Ach, pfeif drauf. Ich war schon halb fertig. Außerdem, es war ja nicht so, als könnte ich das Zeug zurück an seinen Platz legen, damit abschließen und es einfach vergessen. Mich würde echt interessieren, ob das das Haar seines Kindes ist oder nicht. Wahrscheinlich schon. Verschwunden. Schauen wir mal, was uns als nächstes passiert. Ein runter Durchgang. Teppich. Ventilator. Hallo? Ich könnte schwören, dieses Bild und dieser Tisch war eben gerade noch nicht hier. Aber das ist mal ein normales Foto, oder? Da was schwimmt da im Wasser. Schaut zumindest normal aus. Da lagen doch eben gerade noch keine Bücher drauf und da drüben war auch keine Pflanze und die Tür gar, von der Tür mal gar nichts zu sprechen. Und jetzt überall Türen, okay. Wie oft kann ich hier rumgehen, dass sich alles verändert? Nur ein Bilderrahmen. Gesperrt. Nicht aufnehmen. Oh, das ist creepy. Ein Schatten, der schaukelt. Was ist das so dunkel? Es werden immer mehr Bücher hier.
dort ein Bild. Sich im Kreis drehen, ja. Wird es schon wieder verstörend mit der Zicke? Möchte der aber eigentlich noch nicht rein? Oder ist es schlau, dort reinzugehen? Ich weiß es nicht. Wollt ihr die Tür jetzt nicht gleich wieder zumachen? Bleibt mal bitte offen. Ich möchte schauen, ob sich noch irgendwas verändert, wenn ich hier noch ein bisschen öfter im Kreis. Abgesperrt. Auch abgesperrt. Oh, was passiert, wenn ich die Tür zumache? Kann ich dann die anderen Türen öffnen? Schaut nicht so aus. Nein, okay. Ja, dann gehen wir wohl mal da rein, wa? Dieses einladende kleine Zimmer. Hallo? Das Licht an. Besoffen. Im Delirium. Leicht zu vergessen. Wieso ändert sich denn dauernd alles? Noch nicht. Nicht. Zeit. Eis gehen. Leicht zu vergessen. Unsere Staffelei. Alles kaputt. Das ist auch alles kaputt. Wer hatte denn jetzt spontan Langeweile und hat den Boden rausgerissen? Wieder geht's weiter. Wird nicht besser. Nein, das Licht bleibt schön an. Kommen wir rein? Da können wir rein. Oh, gleich kommt der T-Rex. Nicht bewegen. Entscheide dich. Klingt wirklich wie von Jurassic Park, der T-Rex. Der immer näher kommt. 17. Juni. Er spricht schon wieder von den verdammten Ratten. Ich glaube, ich habe noch keine einzige gesehen. Aber das hindert ihn auch nicht daran, überall Fallen aufzustellen. Er behauptet, sie in den Wänden zu hören und dass es Hunderte sein müssen. Gott, ich hoffe verdammt nochmal, dass es stimmt. Ich hoffe, dass sie in der Nacht herausgekrochen kommen und dich in deinem Schlaf fressen. Du grausamer, von dir selbst besessener, lächerlicher Säufer. Er hatte mehrere Probleme. Familie, tut mir das schon ziemlich leid.
meine Frau, oder? Ich hoffe, es war meine Frau. Bin ich gestorben? Gott, hab ich mich erschrocken. Mein Herz. Wird ja auch durch diesen Boden gehen. War denn das? Hat er mich jetzt umgebracht oder nicht? Ich weiß es nicht. Licht, 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 Licht. Licht ist immer. Kommt raus. Also, Vater. Entschlüssel. Ich möchte das nicht. Können wir uns nicht einfach hier hinsetzen und diese wunderschöne Dunkelheit genießen? Ist doch auch was Schönes, oder nicht? Es ist ganz schön windig da draußen, ne? Die Bäume wackeln richtig. Aber das T-Rex-Trampeln ist weg, das ist doch auch schön. War diese Person, war das wirklich unsere Frau oder unsere eingebildete Frau? Was ist verkehrt mit dir, Ratte? Fick dich. Okay. Alles gut. Es ist doch eine Falle. Du wartest doch direkt auf mich. Nichts. Möchtest du mich wohin führen, oder wie? Da soll ich rein, ja. Schon wieder so ein enger Gang. Wer baut denn sowas? Ich hab Platzangst. Diese einsame Kerze, oder was soll das darstellen? Wo führst du mich hin?